How to be Maudado. So, hier, da ist es doch direkt. Zio, du hattest ein How to be GLP, Paluten und Zombie. Was brauchst du als nächstes, um deine Sammlung komplett zu haben? Maudado! Komm schon, so schwer ist das nicht. Also, ich denke mal, Leon Mascher. Was? Nein, Junge, du siehst doch, sind alles nur Let's Player. Mein Gaming-Kanal. Ach, nein, Mann, wie blöd bist du eigentlich? Okay, dann will ich jetzt einen Community-Joker. Na gut, Community-Joker aktivieren. How to be Maudado. How to be Maudado. Ja. Maudado, du Bumsnuss. Sie sagen jetzt alle Maudado, um mich auf eine... Was eine Bumsnuss. Falsche Fährte zu führen, aber darauf falle ich nicht rein. Als wenn Dummheit breit machen würde. Dann könnte dieser Typ aus der Dachrinne saufen. Was geht ab, Elite? Zeus hier. Ja, Leute, es ist soweit. Unter der letzten Folge wurde sich ja wirklich sehr oft How to be Maudado gewünscht. Und wenn ich sage sehr oft, meine ich, dass man wirklich, wenn man durchscrollt durch die Kommentare, eigentlich fast nichts anderes findet. Also ich würde sagen, die Community Power ist schon mal da. Gut, dann würde ich sagen, machen wir ein How to be Maudado. Aber dann müssen wir echt mal wegkommen von dieser Let's Player-Schiene, weil momentan in den letzten Folgen waren nur noch Let's Player tatsächlich. Ja, aber das ist ja kein Problem. Let's Player sind doch klasse. Wer oder was ist Maudado? Was macht ihn aus? Das erkläre ich jetzt in 5 Schritten und... Los geht's. Schritt 1 ist der Content. Maudado zockt eigentlich alles querbeet, von Klassikern wie Minecraft bis hin zu Indie-Games wie Get Over It. Da spielt man so einen Typen in einer Vase, der sich damit so einem Vorstand... Junge, das Spiel... Ich habe mir das Video von Maudado nicht angeguckt. Ich weiß aber, dass es so ein Game war, wo du halt komplett ausrasten konntest. Da höre ich schon Maudado in meinen Gehörgängen, wie er sagt, ich hasse dieses Spiel! Ich hasse das Spiel! Ich frage mich echt, was die Entwickler genommen haben. Ich meine, wie kommt man auf so ein Spielekonzept? Bruder, muss los! Ähnlich wie bei Zombie, aber irgendwie sogar noch krasser sind die Thumbnails oft komplett selbst gezeichnet. Das würde ich fast sogar gerne mal selber ausprobieren, aber wie man weiß, bin ich halt nicht so der krasse Künstler. Ein Bär! Kein Hund! Keine Schildkröte! Ein Bär! Schwänzchen dran? Also, ich muss einfach sagen, Maudado, wie man das auch hier sieht, seine Vorschaubilder sehen so oft so unfassbar geil aus. Also muss ich einfach sagen, auch mit so viel Liebe einfach gemacht. Allein schon hier, bei das Grounded-Vorschaubild. Zombies neue Mega-Rüstung. Übrigens, Leute, habt ihr das auch gesehen? Am Anfang hieß das Video noch Zombie neue Mega-Rüstung. Ein paar Stunden lang, für die Leute, die vielleicht auch, denen das aufgefallen ist bei dem Video... Da musste ich ein bisschen kichern. Vor allen Dingen, weil ich gesehen habe, dass Maudado gerade schläft. Weil er war nicht online. Ich finde, das sieht immer richtig, richtig cool aus. Hier bei Among Us von Maudado. Kann ich auch nur empfehlen. Leute, wenn ihr die Among Us Videos von Maudado noch nicht gesehen habt, dann guckt sie bitte. Die sind so geil, weil er hier das Ganze noch so mit Gesichtern zum Teil verziert. Und das ist einfach so unfassbar gut. Okay, also, Mixi und Zombie sind allein in der Cafeteria. Allein? Maudado, Mixi, willst du was sagen? Es ist einfach so gut, muss ich aber sagen. Also Maudado, Respekt. Schauen wir doch einfach mal in ein Video rein, dass wir so einen generellen Eindruck bekommen. Ich hoffe, der Baum hat Kollision. Oh. Er hat keine Kollision! Soll ich bewegen? Wo muss ich hin? Muss ich nach links? Muss ich nach rechts? Muss ich nach links? Muss ich also nach war ich mal voll muss ich nach sorry. Unten? Oh. Okay. 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 Nein! Es ist die Hölle! So ein Noob! Naja, was soll's. Aber wenn wir schon dabei sind, Schritt 2 sind die Skills. Ja, und was Skills angeht, konnte ich zuerst gar nichts finden, weil Maudado eher so ein bisschen eine tollpatschige Let's Player ist, was auch gar nicht schlimm ist. Doch wenn er eines richtig gut kann, dann ist es Master Builders in Minecraft. Wer das nicht kennt, man bekommt einen Befehl, wie zum Beispiel Pizza, und dann müssen alle Spieler in 6 Minuten etwas bauen, was halt eben zum Thema Pizza passt. Oh, das ist überhaupt nicht mein Spiel. Also, Maudado und Manuel spielen das ja oft zusammen, aber ich, ey... Bauen in Minecraft ist... Ich kann einfach nicht bauen. Das wird auch in meinem Leben nie mehr passieren, dass ich irgendetwas Schönes in Minecraft bauen kann. Aber dann kommt das Bauwerk von Maudado. Oh. Ja, wie sehe ich denn aus? Sag, wie schaffst du das denn in der Zeit? Wow. Ansonsten sind mir keine Skills aufgefallen, außer dass er halt noch schneller reden kann als ich. Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Master Builders zusammen mit German Display. Alter, ich glaube, du musst deinen Dealer wechseln. Aber nochmal, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man kein Überpro in jedem Videospiel ist. Ganz im Gegenteil, ich finde es sogar eher sympathisch als Player, wenn man so ein paar dumme Fehler macht. Ich finde, das zeigt sogar, dass man sich selbst nicht so ernst nimmt, weil man könnte die Fehler ja auch rausschneiden zum Beispiel. Das ist ja auch der Grund, warum ich auch teilweise peinliche Outtakes drin lasse. Zum einen natürlich, weil sie sehr lustig sind, aber zum anderen halt eben auch, weil sie neuen Zuschauern sehr schnell zeigt, ich bin auch nur ein Affe, der sich irgendwie durchs Leben schlägt. Aber apropos, laut Analytics sind 20% meiner Zuschauer keine Abonnenten. Nur 20%? Krass, wenn ich in meine Analytics gucke, da könnt ihr auch mal schön lockerflockig abonnieren, wenn ihr neu seid hier. Ich habe, glaube ich, beim Team Paluten-Kanal habe ich, glaube ich, 70%, nee, oder 60%. Und beim Paluten-Kanal 50%.
Also 27 ist sogar noch gut. Deswegen, ja, schnell ändern bitte. Juhu. Yay. Nee, wäre wirklich sehr lieb und würde mich auch voll unterstützen, damit ich das Ganze hier noch super lange machen kann vor allem. Okidoki. Schritt 3 ist die Lache. Wenn mir eines sehr oft vorgeschlagen worden ist, was unbedingt rein muss ins Video, dann ist es das. Dabei wurde die Lache oft als niedlich, aber auch als gruselig beschrieben. Und ja. Das passt ziemlich gut eigentlich. Oh. Alter, was? Plötzlich so laut. Boah, Junge. Oh, wow. Aber an der Stelle muss ich mich bei Zombie entschuldigen. Denn wer sich erinnert, ich habe die Lache von Maudado auf Versehen bei How to be Zombie gezeigt. Ich habe mich halt durch alle möglichen Zombie-Videos geklickt und bin dann irgendwie auf diesem Video gelandet. Und mir ist kein bisschen aufgefallen, dass ich den Player gewechselt habe. Ja, und deswegen ist Maudados Lache bei How to be Zombie drinnen. Obwohl, eigentlich klingen die nicht mal ähnlich. Wie konnte das passieren? Aber solche Fehler sind doch sympathisch, oder? Jungs, wo wollt ihr hin? Topfjunge? Nicht cool. Ach Leute, Schritt 4 sind die Ausraster. Auch dieser Punkt wurde sehr oft vorgeschlagen, dabei gibt es kaum welche. Denn ein Maudado-Ausraster sieht so aus. Komm doch her, ich habe keine Pfeile mehr. Nein! Ach, so ein nerviger Typ. Also nee, also das kann ich nicht gelten lassen. Also ich glaube, dass Maudado mittlerweile ein bisschen mehr selbst aus sich rauskommt. Und dadurch eben auch der ein oder andere Ausraster auf Tape gebannt wurde. Also der geht schon ganz gut ab. Tut mir leid, aber das war einfach nur nervig. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. So, okay, Leute, da bin ich am Ende ein bisschen ausgerastet. Alter, der bekommt ja gleich einen Herzkasper vor Wut. Also man konnte schon hören, dass er sich aufregt, aber auf YouTube ist man einfach andere Standards gewöhnt. Wenn du keinen Bock hast, dann f*** dich doch! Du sollst drücken, wenn ich drücken sage, du... Revi, heute habe ich leider keine Banane für dich. Doch nach langem Suchen gibt es doch einen Augenblick, wo Maudado mal ausgerastet ist. Das Ganze war nicht mal auf seinem Kanal, sondern bei GLP am Ende des Videos. Ich muss den Großen kriegen. Komm, komm. Nein, ich wurde da unten abmischt. Nein. Ich bin Opfer. Oh Gott. Nein! Oh, RIP. Ich lebe noch. Ich werd wieder... Ich hasse das Spiel! Ah, das ist der Klassiker. So, es gäbe noch sicher etliche Punkte zum Ansprechen, wie zum Beispiel, dass er bei jedem Fast-Daily-Vlog mit Wusch anfängt. Oh ja. Wusch. Wem es aufgefallen ist, bei jeder Überblendung in diesem Video hier habe ich diesen Wusch-Sound benutzt. Aber auch seine süße Schnecke müsste man erwähnen, die es bei Mood Rush gibt, dass derselbe Shop, wo auch Wolki herkommt. Sind sie nicht süß? Doch, ich würde sagen, kommen wir jetzt lieber zur Erkenntnis. Ich habe auch ein Schneckchen. Tada! Diese Augen, Alter. Es ist ganz klar, ohne die Freedom Squad wäre Maudado kein so ein großer Kanal, wie es heute ist. Aber ich finde es weder verwerflich noch sonst irgendwie schlimm, weil es sind vier Freunde, die zusammen zocken. Das ist voll. Ja, dazu möchte ich auch sagen, wir alle wären nicht so groß, wenn es den Freedom Squad nicht geben würde. Das ist auch so das Schöne, dass wir einfach so vier Leute, die zu viel super gut zusammenpassen. Ich muss auch sagen, ohne die Hilfe der Jungs wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin auf YouTube. Sei es, wenn man jetzt so sagt, ja, kurz vor den 4 Millionen, das kann man auch, ist auch ein valider Punkt. Also das ist einfach, wir unterstützen uns gegenseitig. Wir sind einfach eine gute Gruppe. Ich mag mein Freedom Squad. Vollkommen normal. Und wie gesagt, kein Clickbait, kein Beef und keine Skandale. Heutzutage ist allein das schon eine Leistung auf YouTube. Jeder Mensch ist ein Vorbild und man merkt einfach, dass Maudado das bewusst ist. Also keine Vulgärsprache, vermittelt gute Werte, Dinge, die ich selber sehr schätze zum Beispiel. Rund um ein gemütlicher und ruhiger Kanal, bei dem es gar nichts zum Aussitzen gibt und deswegen, du bekommst jetzt einen Daumen hoch. Willkommen in Karte drüben klicken für How to be Zombie. Ist aber auch eine Playlist an alle möglichen. Wow, ja, das können wir uns dann... Ach, da sieht man ja Zombie. So sieht der aus.